Der Ärger über einen bestimmten YouTuber entlädt sich zurzeit nicht nur im Netz, sondern auch immer häufiger real. Denn nach dem Aufruf des sogenannten Drachenlords strömten nun Hunderte in den Wohnort dieses pöbelnden Netztrolls. Ja, seit Jahren schon liefert sich der Drachenlord einen Streit im Internet mit anderen Nutzern. Auf mehreren Kanälen veröffentlicht er Videos. Er spricht über Musik, er spricht über die Metal-Szene. Er provoziert und er wird provoziert. Nach dem Eklat hat er seinen Kanal inzwischen aber abgeschaltet. Dennoch wartet ein Großaufgebot der Polizei, um für Ruhe zu sorgen. Ausnahmezustand in und um Altschauerberg bei Nürnberg. Am Montag verhindert ein Riesenpolizeiaufgebot, dass Hunderte das 41 Seelendorf stürmen. Der Grund, hier wohnt YouTuber Rainer Winkler, der seinen Channel der Drachenlord nennt. Mit großspurigen Posts provoziert er dort seit längerem die User und hat so nun selbst für den Hassaufmarsch gesorgt. Traut euch, kommt zu mir und legt euch mit mir an, ich prügel die Scheiße aus euch raus. In seiner Rage aber plaudert er seine Adresse aus. Die Folge: in sozialen Netzwerken wird zum Sturm auf sein Haus aufgerufen. Rund 800 Hater folgen, es kommt zu Verhaftungen. Vor Ort auch dieser YouTube-Fan, der nicht erkannt werden möchte. Er versucht uns die Situation zu erklären. Also in erster Linie beleidigt er uns. Wenn er uns hatet, dann hat es auch den Grund, dass er sagt, er ist unbesiegt. Okay. Das heißt, wenn die Leute herkommen, dann ist es nur, weil er uns einlädt. Mit Pöbeleien und Beschimpfungen hat sich Drachenlord Rainer Winkler einen Namen gemacht bei YouTube und damit viele Hater, also Hasser, gesammelt. Und wenn jemand meint, ernsthaft meint, dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin und weil ich vielleicht der Kraftspieler bin für euch, ich sag euch was, Mettler sind wesentlich stärker als billige kleine Kacknazis. Traut euch, kommt zu mir und macht mich fertig, wenn ihr meint. Was aber veranlasst so viele junge Menschen, ihren Hobbykonflikt aus der virtuellen YouTube-Welt plötzlich in der realen auszutragen? Die Hater, die ihn physisch besuchen, die also hunderte Kilometer weit fahren, von Hamburg, von München aus zu ihm kommen, aus ganz Europa zu ihm fahren, die rechtfertigen das damit, dass sie gegen seine provokanten Äußerungen demonstrieren wollen. Von daher hat sich das ganze Thema für mich wahnsinnig verselbstständigt, ist tatsächlich zu so einer Hassspirale geworden gegen ihn und natürlich auch wird natürlich auch nochmal befeuert durch die Videos, die sie dann selber noch drehen und ins Internet stellen. Und dem muss da wirklich Einhalt geboten werden. Dafür mussten in Altschauerberg Polizei und Feuerwehr sorgen. Polenböller der Hater hatten Brände verursacht. Die Kosten für den Großeinsatz trägt wohl der Steuerzahler. Vor unserer Kamera wollte sich der selbstbewusste Drachenlord nicht äußern. Wenn die virtuelle Welt in die Realität schwappt, bislang stehen die Behörden diesem Phänomen ziemlich ratlos gegenüber. Ja, das Thema wollen wir mal ein bisschen vertiefen und zwar mit Raik Anders. Er ist YouTuber selbst und Blogger, aber auch der Autor eines Buches über die Trollszene. Herr Anders, wenn man sich das Ganze jetzt angeguckt hat, und ich kenne es eigentlich nur so, wenn man im Netz für Provokationen sorgt, wenn man da andere Leute provoziert, dann setzt man sich im Netz auseinander. Aber was da abläuft, also irgendwie verstehe ich es nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also es ist vor allen Dingen auch nicht normal. Das heißt, wir haben hier wirklich jemanden, wie schon erwähnt, der halt im Netz seine Videos publiziert. Und normalerweise würde man denken, wenn Leute was dagegen haben, dann machen sie halt eigene Videos und versuchen ihn irgendwie so auf seinem digitalen Kanal anzugreifen oder ihm Widerworte zu geben. Dass sich jetzt da irgendwie hunderte Leute, wir haben glaube ich gehört, bis zu 800 Menschen da versammeln, um ihm da die Hölle heiß zu machen, finde ich einfach nicht verhältnismäßig und auch nicht gerechtfertigt. Ich finde es ganz schwierig, auch in dieser Situation festzustellen, wer ist denn da Opfer, wer ist Täter, wer ist schuld, weil sie provozieren sich ja gegenseitig. Also es ist auf jeden Fall eine ganz verfahrene Situation. Ich kann da auch keine Seite erkennen, die irgendwie komplett unschuldig wäre. Natürlich hat der Drachenlord irgendwie auch dazu beigetragen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wirklich unterste Schublade, wenn man da in so einer gigantischen Überzahl sich versammelt, um ihn einzuschüchtern, um ihn, wie Sie ja selbst sagen, aus dem Netz zu treiben, finde ich, hat keinen guten Stil und hat auch nichts mehr mit der Freiheit zu tun, die das Internet immer so gern versprochen hat. Natürlich, ich will nicht die Äußerung von Rainer Winkler selbst da in Schutz nehmen, aber trotzdem finde ich, dass es einfach jegliches Maß überschritten hat. Für Sie als Blogger selbst, und Sie sind ja sehr erfolgreich, also wie gehen Sie mit solchen Situationen um, wenn Sie also jetzt massiv im Netz angegriffen werden? Werde ich ja auch, aber trotzdem ist es halt bei mir nochmal was anderes, weil ich eigentlich in meiner Arbeit auf meinem YouTube-Kanal das eigentlich von Anfang an so mit einkalkuliert habe, in dem Sinne, dass ich halt Leute vornehmlich aus der rechten Szene eigentlich so ein bisschen mit Tricksereien auf meinen Kanal ziehen wollte. Das heißt, meine Videos haben dann oft solche Titel, die klingen dann erstmal total extrem, aber eigentlich sage ich genau das Gegenteil davon. Also ich wollte immer die Leute aus ihrer Filterbubble reinziehen und die naive Hoffnung war, dass vielleicht einige Menschen ins Grübeln kommen, ihre Meinung vielleicht überdenken und dass dann die Hater natürlich mit dabei sind, das war mir dann einfach egal. Also
bei mir ist es einfach so, ich habe mich bewusst dafür entschieden. Beim Drachenlord sieht es eher anders aus. Ich glaube, man weiß das und man muss es ja eigentlich auch wissen. Die Hater gibt es in jedem Bereich, ganz egal, was man postet, man macht sich angreifbar. Aber das ist, glaube ich, trotzdem vielen gar nicht so bewusst. Worauf muss ich mich denn einstellen? Wie dick muss mein Fell sein, wenn ich mich wirklich ins Netz begebe? Das ist ja das Furchtbare am Netz tatsächlich. Also egal, was du postest, irgendwie wird alles kaputt gehasst. Also du kannst auch irgendwelche süßen Hundebabys posten und Leute sagen, scheiß Hunde, ich mag aber Katzen. So, also da kommst du nicht drum rum. Dementsprechend, man muss immer damit rechnen, aber trotzdem, um die Leute ein bisschen zu beruhigen, damit es solche Ausmaße annimmt, wie erst beim Drachenlord, dafür muss schon einiges passieren. Es hat sich da wirklich so viel geändert. Also ich weiß noch, wie wir uns früher auseinandergesetzt haben als Jugendliche. Also wir haben uns auf dem Schulhof getroffen oder irgendwie im Schwimmbad oder so. Also Carsten plaudert aus dem Nähkästchen. Also das ist doch jetzt eigentlich auch eine vollkommen neue Zeit, mit der die Gesellschaft auch lernen muss, umzugehen, oder? Na, das Problem gerade an dieser Situation ist auch, dass eigentlich ja behauptet wird, sie wollen irgendwie demonstrieren, weil seine Aussagen den Leuten gegen den Strich laufen. Halte ich einfach mal für einen Vorwand. Ne? Also meine Vermutung ist einfach, dass das für die einfach so einen Charakter von einem Event oder Happening hat. Und man konnte ja auch sehen, da sind betrunkene Leute dabei, die pöbeln, die haben einfach nur ihren Spaß. Und für die ist das quasi ein riesiger Insider-Gag, der irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Und darauf haben sich jetzt anscheinend alle verständigt. Aber natürlich, letzten Endes, bleibt das bittere Ernst. Reike Anders, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen hier bei uns. Dankeschön.